Kipasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute haben wir ein bisschen Wissenscontent gemixt mit ein bisschen lustigem Content. Schaut es euch einfach an. Also ich muss dazu sagen, Emil hat sich quasi jetzt ein bisschen was ausgedacht. Ich fand die Idee lustig. Ich weiß auch noch nicht, worum es geht. Und deswegen, ich denke, man wird bestimmt auch sehen, falls er da gut recherchiert hat, dass er mich kalt erwischt bei manchen Sachen. Ich bin gespannt. Emil darf gerne erklären, wie es jetzt weitergeht. Und ich lasse mich überraschen. Okay, Mike, ich werde jetzt verschiedene unglaubliche Fitnessfakten vorlesen. Einige davon stimmen und einige sind frei erfunden. Du musst sagen, ob das Wahrheit oder Lüge ist. Wie weißt du, ob die stimmen? Ich habe das durch eine Internetseite herausgefunden. Das sind 20 überraschende Fitnessfakten. Und wie gesagt, ein paar davon werde ich dir vorlesen. Und wenn ich bei ein paar sage, obwohl du sagst, es stimmt, das kann nicht sein. Ich bin absolut anderer Meinung. Dann müssen wir das jetzt hier ausdiskutieren. Okay. Finde ich gut. Okay, der erste Fitnessfakt. Der voluminöseste Muskel ist der Brustmuskel. Richtig oder falsch? Falsch. Welcher ist es? Der Po oder der Quadrizeps? Der Po, der Gluteus Maximus ist hier laut. Ja, gehe ich mit, Gluteus. Gerade Sportlerfüße verdienen mal eine Massage. Allein der große Zeh trägt rund 40% des Gesamtgewichts. Was ist das für eine Scheiße? Das sind so... Man muss dazu sagen, er wollte eigentlich auch, dass mir bei jeder falschen Frage in den Bauch geboxt wird. Ich habe gesagt, das ist zu krass Plagiat von Richtig oder Faust. Aber das sind so richtige Richtig- oder Faust-Fragen. So ein Scheiß-Fragen die da auch. Also es wäre perfekt dafür gewesen, aber müssen wir jetzt nicht... Also das weiß ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, aber rate ich gerne. Wie viel? Allein der große Zeh trägt rund 40% des Gesamtgewichts. Also kann eigentlich gar nicht sein, weil... Wenn du stabil stehst, stehst du ja quasi auf einem Zwei-Punkt-Stand. Und das ist quasi hinten fersemäßig und hier der Fußballen. Also eigentlich ist das unlogisch. Ich würde sagen, nein. Stimmt aber. Was? Laut der Seite hier stimmt das. Wenn du auf Zehenspitzen läufst oder was? Keine Ahnung. Hat mich auch gewundert. Wusstet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Ist ja, was? 40%? Warte mal. Im normalen Stand? Ja. Nee. Das ist auch die Frage, wenn du beide 10 nimmst, sind es ja schon 80%. Oder tragen beide 40% zusammen? Das kann nicht sein. Das ist eine Fitnessfakte. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das... Ich zweifle das hart an, aber ist okay. Also laut der Seite ist das richtig. Wir können ja in die Kommentare, könnt ihr ja gerne schreiben, ob ihr denkt, dass das stimmt. Nice, okay. Verbuchen wir. Cool. Okay. Übrigens riecht Schweiß selbst nicht. Erst wenn sich die Bakterien auf unserer Haut über den Schweiß hermachen und dabei Buttersäure entsteht, kommt es zu dem üblen Schweißgeruch. Und Deo übertüncht den nur, waschen hilft. Das Einzige, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist, dass ja Leute, die kiffen, auch tatsächlich mal nach Gras riechen. Ne? Das ist halt echt so. Also das muss ja auch irgendwo. Aber es kann auch sein, dass es von der Haut kommt. Dass es durch die Haut nochmal abgesondert wird. Du weißt ja auch zum Beispiel, dass wenn du transdermal Testosteron nimmst, also über die Haut, dass es auch über die Haut quasi hängen bleibt, ein bisschen ausgeschwitzt wird und so kannst du ja tatsächlich sogar deine Freundin mit Testosteron anstecken, sage ich fast mal. Also dann kriegt sie Bartwuchs und so. Das reicht schon. Ich sag mal, das stimmt. Stimmt. Das ist richtig. Okay. Aber dann, ja wie gesagt, kommt dann wahrscheinlich auch von der Haut der Weed-Geruch und alles, was da so abgesondert wird von den Bakterien. Mhm. Okay. Wer seine Muskeln nicht fordert, verliert bis zum 40. Lebensjahr bis zu 80% seiner Muskelmasse. Bis zum 40. Ja. Hierzu muss man sagen, dass du ab dem 30. sowieso quasi... oder mit dem älter werdenden Mangel an Synthesehormonen für Sexualhormone wie DHEA hast und dadurch halt auch eben Testosteron zum Beispiel. Aber 80 ist schon eine harte Zahl. 80 finde ich sehr hart. Das heißt, hier wird unterstellt, dass wenn du dein ganzes Leben nicht trainierst, dass du dann bis zum 40. Lebensjahr 80%, das ist trotzdem zu viel, finde ich.
das ist eine viel zu große Zahl. Vor allem von was denn, wenn du keine aufbaust? Also von der natürlichen Kleidung. Ich finde, die Zahl ist zu groß. Also sagst du falsch? Ja, sag ich. Ist richtig. Bis zu seinem 65. Lebensjahr verliert man 80% seiner Muskeln. Das kommt eher hin, weil da, wie gesagt, ab dem 30. Lebensjahr fangen dann wirklich die Prozesse an und da kannst du wirklich viel verlieren. Aber bis 40 wäre grob. In 10 Jahren wäre das dann quasi so ungefähr, dass du das alles verlierst. Katabolismus as hell. Nee, okay, cool. Also das war richtig, so wie ich es gesagt habe. Gut. Männer verbrennen Fett schneller als Frauen und der weibliche Stoffwechsel reagiert stärker auf Stress. Fett wird schneller am Bauch, Po und den Hüften gespeichert. So sichert sich der weibliche Körper proaktiv im Falle einer Schwangerschaft gegen Energiemangel ab. Stimmt. Ist richtig. Ist so. Frauen haben tatsächlich auch einen fettaffineren Stoffwechsel. Auch ein sehr netter Fact. Also das bedeutet, Frauen sind nicht ganz so abhängig zum Beispiel von Glykogen, was die Muskelregeneration angeht, sondern eher auch von Fett. Und Frauen sprechen auch gar nicht so krass auf High Protein an und haben eben auch durch das Östrogen einen etwas anderen Energiestoffwechsel. Das ist tatsächlich so. Und grundlegend mehr Körperfett, dass sie auch dann schwerer verbrennen. Das weiß auch jeder, der mit Frauen mal gearbeitet hat, oder ihr Mädels wisst es auch, ne? Wer beim Training Musik hört, ist leistungsfähiger, weil man die Anstrengung weniger wahrnimmt und länger durchhält. Es gibt Studien, die das belegen, ja. Das weiß ich. Merkt ihr das selbst auch? Also es ist ja wirklich ein Phänomen. Es ist ein Riesenunterschied. Wer hat mal seine Kopfhörer zu Hause vergessen und hat dann wirklich komplett in einem vollen Gym am besten noch ohne trainieren müssen? Dazu kommt ja auch noch, dass dich teilweise die Gespräche von links und rechts, mich machen die teilweise so aggressiv, wenn ich so höre, was die Leute sagen. Ich so, wow. Aber ist dir das auch schon aufgefallen? Ich habe den Unterschied wirklich ein paar Mal gemerkt, als ich die Kopfhörer zu Hause vergessen hatte, es ist anders. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch sehr lange komplett ohne Kopfhörer trainiert und es ging auch super. Ich habe damals das von John Cena gehabt, der gesagt hat, ey, mich lenkt es nur ab, ich trainiere immer komplett ohne Kopfhörer, ohne Musik. Und irgendwie hat es bei mir auch funktioniert. Keine Ahnung, aber ich denke, die meisten von euch sind Team Music und ich bin es mittlerweile auch. Es ist schon geil, wenn man so... Ist ja auch bekannt, dass das richtige Lied bei dir so, ne? Hormonschübe oder Glücksgefühle oder auch Wut, Rammstein, Feuer frei und so Sachen. Da geht schon was, ja. Cool. Arnold Schwarzenegger hat vor kurzem 1 Million Dollar in Bitcoin investiert. Schreibt es in die Kommentare, ob es stimmt oder nicht. Ich weiß es nicht. Arnold Schwarzenegger in Bitcoins. Jo. Abgesehen davon, dass es jetzt ein bisschen spät ist dafür. Obwohl, die haben ja gerade wieder ein Hoch, glaube ich. Ne? Ich sag mal, nein, hat er nicht gemacht. Das ist richtig, war eine Lüge. Okay, hast du das erfunden? Ja. Du sitzt da zu Hause, kommt doch so Quatsch. Neben dem Nervensystem sind unsere Muskeln die Hauptenergiefresser im Körper. Jedes Kilo mehr an Muskelmasse verbraucht 25 bis 50 Kilokalorien zusätzlich, auch im Ruhezustand. Darum ist stark längst auch angesagter als skinny. Die Aussage insgesamt stimmt ja, aber ich glaube, ich habe andere Zahlen gehört, was die Kalorien pro Kilo Muskeln angeht. Zumindest weiß ich, dass die laut neuesten Erkenntnissen gar nicht so hoch ist. Also das ist schon auch nicht hoch, was du da sagst. Die meisten denken sicher mehr, aber was der Irrtum an der Sache ist, dass die Summe insgesamt, wenn du generell viele Muskeln aufbaust, das summiert sich und vor allem die Arbeit der Muskulatur, während du trainierst, wenn du mehr davon hast, das sind alles Faktoren, die dann natürlich mit einfließen, sowohl im Alltag als auch im Training, dann auch ein bisschen in Ruhe. Deswegen verbrauchst du mit der Zeit mehr Kalorien. Nicht nur, weil du 1 Kilo Muskeln mehr hast, das nichts tut. Das ist immer so ein bisschen falsch gedeutet. Das Einzige, woran ich mich, also die Aussage stimmt, ich störe mich ein bisschen an der Zahl. Ich bin mir nicht sicher, ob die stimmt. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die stimmt. Lass mich nochmal überlegen. Ich glaube, die war sogar niedriger. Wahrscheinlich gibt es da auch verschiedene Quellen, die was anderes sagen. Ich sage, die Aussage stimmt. Aber ich glaube, die Zahl war eine andere. Das sage ich jetzt mal. Die Aussage stimmt, ist richtig. Auch inklusive der Zahl, der Kalorienanzahl. Ja, laut dieser Seite hier schon. Okay, na cool, lass mal stehen. Der kleinste Muskel ist der Ellbogenmuskel. Was ist denn der Ellbogenmuskel? Der Musculus stapedius. Nee. Ist falsch? Ja. Welcher ist der kleinste Muskel? Weiß ich nicht, aber es gibt keinen Stapedius.
Doch, es gibt einen Stapedius. Echt? Aber es ist nicht der Ellbogenmuskel, sondern es ist der Steigbügelmuskel. Ja. Er ist nur etwa 1 Millimeter lang, sitzt im Ohr und hat die wichtige Aufgabe, das Ohr vor zu lauten Schallwellen zu schützen. Macht er nicht das? Nein. Vielleicht macht er auch das. Also das wusste ich nicht. Wusste ich nicht, aber okay. Ich wusste, das Stapedius habe ich noch nie gehört. Musculus Stapedius. Den gibt's? Ja. Das klingt wie ein Dinosaurier. Für diverse Handgriffe sollten wir den kleinen Finger auch mit einbeziehen. Denn ohne ihn haben wir rund 50% weniger Kraft in der Hand. Das ist eine krasse Zahl. Ohne Daumen hätte ich gesagt 50%, ohne kleiner Finger. Aber das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Aber ich sag, die Zahl ist zu hoch. Also sagst du es falsch? Ja. Es ist richtig. Oh. Also merken wir uns, wenn der kleine Finger nicht mit zugreift, sind es tatsächlich 50%, ja? 50% steht hier. Also wenn man den kleinen Finger nicht benutzt, hat man ja 50% weniger Kraft. Da widerspreche ich nicht so. Why not? Weil ist schon ein anderes Gefühl. Wenn ein Finger ausfällt, jeder, der sich den mal verstaucht hat oder so, weiß, wie ekelhaft es ist, ne? Aber beim Daumen hätte ich es gesagt, da bist du ja tatsächlich, du bist überrascht, wie nutzlos die Hand sein kann, wenn der Daumen nicht mitspielt. Aber okay, zum Glück kriege ich hier keine Schläge. Die Haut arbeitet mit etwa 5000 Schweißdrüsen. Das sind mehr. Das ist falsch. Hast du das erfunden? Das ist falsch, ist es richtig? Was denkst du, mit wie viel Schweißdrüsen arbeitet die Haut? Das ist krass. Das ist ja wirklich punktuell gesehen, muss man das sehen. Ne? Das ist. Alter. Das ist wieder so eine richtige. Eine Schätzfrage. Das ist eine richtige oder Faustfrage. Ist es unter einer Million? Es sind mehr als eine Million. Mehr als eine Million, okay. Es sind 4 Millionen. Okay, krass. Circa 4 Millionen Schweißdrüsen. Stabile Schweißdrüsen. Theoretisch kommen wir etwa 5 Minuten ohne Sauerstoff aus. Wer es probiert, wird aber schnell feststellen, etwa 30 Sekunden nach dem Ausatmen setzt ein starker Atemreflex ein. Den kann man aber trainieren. So schaffen es Perlentaucher, 4 bis 6 Minuten unter Wasser zu bleiben. Der Weltrekord liegt übrigens bei 23 Minuten. Richtig oder falsch? Apnoe tauchen. 23? Nee. War der nicht bei 7 oder so? Aber da bin ich auch raus. Aber ich sag, sage ich jetzt einfach. Wie siehst du es, bevor ich es jetzt sage? Glaubst du, jemand kann 23 Minuten die Luft anhalten? Tauchen? Glaube ich nicht. Ich sag nein. Es ist falsch. Also du hast richtig geantwortet. Es war alles richtig, was ich vorgelesen habe, bis auf den Weltrekord. Der liegt nicht bei 23, sondern bei 15 Minuten. 15? Ja. Ist aber auch geisteskrank. Ja. Schaffe ich. Es gibt so einen Zauberer, David Blaine heißt der, glaube ich, ne? Ja. Der macht auch immer so eine kranken, langen Tauchaktion. Muss er ja auch, wenn er sich da irgendwie in so einem Safe in einem See versinken lässt. Genau. Alter Schalter, den gibt's noch, ne? David Blaine war krass. Der macht immer noch Sachen, ja. Der hat Dinger gemacht, das war so Houdini-Zeug. Wenn du Houdini nicht kennst, schäm dich. Der Knochenanteil eines erwachsenen Mannes liegt meist bei um die 15% des gesamten Körpergewichts. Bei 80 Kilogramm Körpergewicht beträgt die Knochenmasse dann etwa 12 Kilogramm. Frauen haben mit rund 12% etwas weniger Knochenmasse, also etwa 7,2 Kilogramm bei 60 Kilogramm Körpergewicht. Wahrheit oder Lüge? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, wie viel Prozent, das hatten wir mal in der B-Lizenz, weiß ich nicht mehr, wie viel Prozent Knochenmasse generell der Mensch dann hat oder der Mann oder in welcher Range sich das ungefähr bewegt, weiß ich nicht mehr. Dass es bei Männern und Frauen unterschiedlich ist, würde ich mitgehen. Deswegen, ich habe eine Zahl im Kopf gehabt. Es kann gut sein, dass es eine andere Zahl ist, aber ich sage einfach, das stimmt. Stimmt, das ist richtig. Okay, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ich hatte das mal in der B-Lizenz. Ich weiß, wir haben davon einen bestimmten Anteil gesprochen, aber ich hätte das jetzt nicht so. Hättest du mich gefragt, hätte ich dir die Zahl nicht gesagt. Bin ich ehrlich. Obwohl viele Erschütterungen beim Joggen auf den Körper fürchten, gibt es für alle mit gesunden Gelenken keinen Grund zur Sorge. Joggen stärkt die Knochen sogar. Richtig oder falsch? Ist richtig.
Also jede Bewegung stärkt die Knochen. Na, also deswegen ist ja auch wichtig, dass, dass man sich vor allem im jungen Alter viel bewegt, weil da die Knochen aufbauenden Prozesse noch überwiegen und die musst du quasi mitnehmen, bevor du dann 30 aufwärts Knochenabbau erfährst und dem allerhöchstens noch entgegenwirken kannst. Also das stimmt auf jeden Fall. Das ist richtig. Das hast du schön gemacht. Schade, dass es keine Faustschläge in deinen Bauch gab. Hättet ihr Faustschläge denn gut gefunden? Und jetzt sei ehrlich, oder wärst du der Erste, geschrieben hätte, so, das ist so richtig schon der Faust geklaut. Weil wenn ihr das lustig findet, dann können wir das nächste Mal gerne so machen. Aber ich dachte so, weiß nicht. Oder wir hätten auch sagen können, ich muss irgendwas Scharfes essen oder so, weil wir wollen danach noch MMA trainieren. Also ist auch blöd und hilft wahrscheinlich keinem hier, so wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, aber ja, das war's? Das war's. Okay, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie viel du davon gewusst hättest. Würde mich brennend interessieren und ob du dieses Format lustig findest. Und ansonsten, ja, danke an Emil für die kreativen Fragen und für teilweise coolen Fragen. Und ja, wenn du das gut fandest, abonniere doch gerne den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Zucker!